Wir haben seit dem Ende der Sowjetunion die Eurasische Landbrücke vorgeschlagen. Wir haben sie sogar entwickelt. Wir haben das 91 schon die neue Seidenstraße genannt. Das hat mit Sicherheit die Entwicklung, die wir heute mit der sogenannten Belt and Road, also der chinesischen Seidenstraße sehen, beeinflusst. Da bin ich also 100% von überzeugt. Und da sollten wir uns anschließen. Also wenn wir wirklich das Flüchtlingsproblem lösen wollen, nicht nur jetzt Afghanistan, kurzfristig Syrien, sondern wirklich ganz Südwestasien, Afrika. Wir müssen zurückkehren zu unserer Idee, dass wir als Deutsche ein positiver Faktor sind bei der Überwindung von Problemen von Unterentwicklung. So wie Leibniz, der große Philosoph im 17., Anfang des 18. Jahrhunderts, eben auch gesagt hat, also wir müssen mit China zusammenarbeiten und die Länder entwickeln, die dazwischen liegen und die im Süden liegen. Wir könnten uns auf unsere große klassische Tradition erinnern. Also wir haben gerade in Deutschland eine solche Fülle von Denkern, Dichtern, Erfindern, Nikolaus von Kues, Leibniz, Lessing, Schiller, die Humboldts. Ich könnte die Liste endlos fortsetzen in der Musik von Bach bis Beethoven. Also gut, es gibt Verdi, aber wir haben wirklich das meiste beigetragen zur klassischen Musik. Und wir werden in der ganzen Welt bewundert wegen dieser Geistesleistungen. Und die Chinesen und die Russen und die Leute in Afrika, die haben keinen Respekt für grüne Politik, weil grüne Politik ist gegen ihre Entwicklung gerichtet. Aber sie haben große Achtung für die Geistesleistung der Deutschen. Und ich glaube, dass das ist etwas, was einem auch enorm viel Kraft geben kann, wirklich ein Menschenbild zu entwickeln, was ja Grund ist für Optimismus, weil es eben die Idee der unbegrenzten Selbstvervollkommnung des Menschen in intellektueller, emotionaler und moralischer Hinsicht impliziert. Und das ist etwas, was man braucht, wenn man mit Stürmen wie den jetzigen umgehen will. Also von daher setzen Sie sich mit uns in Verbindung und helfen Sie bei unseren Kampagnen mit. Das ist das Beste, was Sie tun können.